Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres herrlichen, ja, unseres weiteren Baumes. So, angekündigt wurde eine Flut, wunderbar, da freuen wir uns auch drüber. Es ist Frühjahr, die Bäume blühen, in unserem Fall der Baum. So, ja, dann würde ich mal sagen, wir sind so richtig schön dabei und ja, mehr Blüten, meine Lieben, mehr Blüten. Wunderbar. Vielleicht auch noch eine. Oh, oh. Der Baum ist überschwemmt. Okay. Oh, schön. Schön, schön, schön. Viel Energie. 41 Energie. 41. Verbraucht 37 Wasser. Okay, wir müssen ein bisschen mehr Wurzelwerk bauen. So, und hier gehen wir, glaube ich, auch runter. So. Da können wir gerne. It should be a no-brainer, really. Ja, was haben wir da? Now get more later. Wie fein! Ja. Peddler, erhöht die Lebensspanne unserer Blätter. Ist das nicht fein? Das ist ja super. So, dann würde ich sagen, lass mal den Frühling ins Land ziehen. Oh. Jetzt sofort Winter. 120 Blümchen. Da schauen wir gleich nach, was wir dafür kriegen. Eine wunderschöne Mutation, bitte. Oh, und die Sonne scheint. So, Mutation free. Yeah, nehmen wir. Wunderbar. Dann haben wir noch das hier. Every turn. Okay. Ja, das wäre natürlich auch fein. Nehmen wir das da. Aha. Okay, so. Ja, wieder weg. Wie sieht's da so richtig im Wasser drinnen? So, wir machen das mal so und jetzt bei den Wurzeln, da kommen wir nicht durch, da kommen wir auch nicht durch, da kommen wir her. So, was haben wir da? Once a year. Okay. Was für feine Effekte. Das ist ja auch sehr interessant. Sehr interessant. So, man könnte natürlich jetzt noch einen Stamm darüber. Da wäre doch auch ein netter Platz für einen Baum. So, aber zuerst mal muss der hier wachsen. Seht nur, wie er wächst. Wir brauchen ganz schön viel Wasser dafür schon. Wow. Wow. Oh, wie nice. You know, such a monotonous sight could make one more open to a sleepy disposition. 50, 57. So, einmal bekommen wir noch die Blätter.
Dann würde ich sagen, wir wandern schon mal mit einer Wurzel hier weiter rüber. Oh, was haben wir da Schönes? Okay. Ist das gut, wenn wir das hineinbauen können auch? Ja, gibt mehr. So. According to Lavoisier's was haben wir da Schönes? Law of Conservation of Mass, this water must have come from somewhere. Okay. Are we gonna do something about that? Absolutely not. You know, if they ever make a movie about it, I sure hope they don't miss the entire point by making it a bland, positive message. I mean, heck, could you imagine that much disrespect? Oh, eine Lebensversicherung sozusagen? Ja, das ist ja heftig. Wenn wir sterben würden... First day of summer, es ist gleich soweit. So, da gehen wir einfach schräg hoch. So, und hier kommt ein Stämmchen. So, einfach so. Wo war denn das? Hier. Wir haben zwei Stämme. Also zusätzlich 5 Kapazität. Zusätzlich zu dem, was die Stämme uns sowieso bieten. Yeah. So, dann würde ich mal sagen, hier setzen wir an. Ah, ja, da. So. Und wie viel Wasser hier? Das müssen wir alles noch rausholen hier, das ganze Wasser hier. Wow, okay. Hammer. Super. Oh, der letzte Tag mit Blüten. Schau mal, vielleicht kriegen wir noch eine schöne Mutation. In das 244. Das ist doch auch was Feines. Did you know that one of the first financial crises in Western history was caused due to the Dutch using tulips as currency? I mean, who'd use flowers to pay for things? Anyhow, what's in today's menu for you? So. Wunderbar. Schauen wir da unten noch wegen Wasser. Vielleicht kommen wir noch an die eine oder andere. Das macht Sinn. Wir können jetzt da durchbauen. So kommen wir endlich an die Mutation. So, was haben wir da? You don't need to answer that. But now I'm proud to announce that we can get even more from the cool? Other than the destruction waged by the swarm. Hey, trees are built on silver linings. Was haben wir jetzt? Oh, ist das cool. Okay. Ja, lass mal durchlaufen, oder? Mach mal. 141. Jetzt sofort Winter und dann kein Winter mehr. Wahnsinn, oder? Sind wir auf Maximum? Wir sind auf Maximum. Wahnsinn. So, wir müssen unbedingt für mehr Wurzelgeflecht sorgen. So, da drüben Richtung Mutation wenn wir gehen. Oh, was haben wir da?
Okay. So, da können wir schön runtergehen. Da wäre noch eine Mutation. Oh, dann müssen wir da irgendwie den Weg auf die Seite machen. Oh, hier auch. Ah ja. Ah ja. So, wir könnten hier noch einfach nach oben, sicherheitshalber. So, einfach sicherheitshalber. Machen wir mal da. Den füllen wir später auf. Wir haben gar nicht so viel Wasser, nämlich. So, was haben wir da? Das könnte man natürlich auch machen. Wenn wir jetzt zu wenig Wasser haben. Und wir haben garantiert zu wenig. Wow. Insekten. So, dann werden wir aber hier. So, noch ein paar Blätter dran. Hier. Haben wir den Wasserverbrauch? Heftig. So, die Insekten fressen natürlich alles wieder auf, aber... Wow! Super! I don't know what's coming for you up there, but I'm being swarmed by moths. It isn't actually that bad. Unfortunately, it does look like they can't lift me up, but that's all right. Their fuzziness brings me joy. Genau. So, was haben wir da? Okay. Was es für interessante, überaus interessante gibt. So. So. Ja, dann ergänzen wir die Blätter wieder. Wunderbar. So. Schön. Der Wasserverbrauch. Ich habe irgendwie aber trotzdem Angst vor dem Winter. Wie viel wir dann im Winter verbrauchen werden an Energie für unsere vier Bäumchen. Ist zwar jetzt ein Träumchen, aber... So, jetzt schauen wir gleich wegen Mutationen. 383. Wahnsinn. Wahnsinn. So, schauen wir da mal. Quite a bit down here to keep myself active. The plan is buffing up to the point where climbing a smooth rock wall will be a possibility. I'd say a couple days worth of work. Super ist das. So, dann würde ich aber sagen, wir füllen hier wieder auf.
So, eine kostet 3. Na, das ist schon teuer. Ist schon teuer. So. So, mehr brauchen wir gar nicht machen. Lass uns mal durchlaufen. Super. Ich habe so Angst vor dem Winter und dem Energiebedarf. Ja, ich befürchte wirklich, der Winter wird uns sehr, sehr hart treffen. There are so many critters down here, you wouldn't believe it. So, was haben wir jetzt? Woodlouse are warm, but I'm pretty sure some of these others are actually dangerous. Es friert. Wie lange wird es dauern? Okay. Wir brauchen einfach mehr Energie. So, vor allem im Moment haben wir auch den Wasservorrat. Durch diese eine Mutation haben wir mehr bekommen, sobald eine neue Season beginnt. So, ein bisschen ergänzen wieder. Und hier, ich glaube, das war's auch. Lassen wir mal laufen. Wie sieht's drunter eigentlich aus? Ja, es geht noch vom Wasser her. Alles gut. Alles gut. Wow, ist das eine Menge. Ich glaube, so viel haben wir noch nie gehabt, gefühlt noch nie gehabt. Okay. So, die Krise ist vorbei. Wir setzen Blätter nach, weil wir es brauchen. Und jetzt? Alright. Almost. Okay, I got it. One more leg. Ja, was ist denn mit dir? One more step. And huzzah! I'm out. I'm free. Mhm. Boy, did that take a while. So, what did I miss? So. Nachpflanzen? Da pflanzen wir dann nicht mehr nach. Können wir uns dann notfalls um Wurzeln kümmern. So, schön viel Wasser ran. Oh, ist das fein. Yeah. Also ich wage überhaupt noch keine Prognose, wie das im Winter aussieht, weil wir haben ja 4 Bäumchen. Setzen wir noch was? Nö. Nö. Machen wir nicht. 86, können wir da irgendwas? Ah, wir warten hier. Wir warten noch. Ja. Ich würde sagen, durchlaufen lassen. Und den Winter dann auch. So, maximal, dass wir uns um die Wurzeln noch kümmern. Wahnsinn, oder? 500! Thank you.
fast against the storm. Let loose of the dead weight and say goodbye to the last lead. Your mettle shall be tested starting now. Ja, so, na dann schauen wir mal. Winter ist. Lass die Blätter abfallen. Sonst kosten die einfach echt viel Wasser. Dabei haben wir eh am letzten Herbsttag nichts mehr gepflanzt. Keine Blätter mehr ausgebildet. Och, Katastrophe auch noch. Super. Was für eine Krise haben wir da? Ja, ja, die lassen wir aber. Machen wir nichts. So, uns kann nichts geschehen. Große Reden. Mit dem Energieverbrauch hier. Boah. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. This just in. Ja. Scientists have unveiled that a butterfly has flaps its wings sometime last century. You know Super. How this ends. Der bisher beste Versuch. Der dritte Baum. Der Burner. Nein, sag nicht wieder Feuer. Super. So, wir haben es geschafft, würde ich mal sagen. Wir sind durch den Winter. Wir sind durch den Winter, meine Lieben. Yeah. It's somehow still cold, regardless of the sun. So, was haben wir da? Starke Winde. Uff, ja. Super. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Morgen gibt es noch eine, weil wir wollen ja mit dem Bäumchen hier weitermachen. Der dritte Baum ist der letzte für dieses Projekt, haben wir gesagt. Deswegen, bis morgen. Tschüss.